Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal was ganz anderes machen, was ich hier eigentlich noch nie gemacht habe auf diesem Kanal. Und zwar habe ich mal jetzt hier von Mickey Mouse so eine Wundertüte mir mal geholt. So, da sind zwei Hefte und zwei Extras drin. Ja, und dann gucken wir doch auch gleich mal rein in diese Wundertüte und schauen mal, was da so alles drin ist. Mhm. Da haben wir also zweimal Mickey Maus. Einmal Mickey Maus. Das ist gut vom 30.04.2015. Das ist schon ein etwas älteres Heft. Und das andere nehme ich mal an, wird auch ein älteres Heft sein. Aber das ist nicht so schlimm, da ich mir diese Hefte ja eigentlich nicht allzu oft mir hole, ist also nicht die Gefahr, dass das doppelt sein könnte. So, hier ist die Vorschau wieder für das nächste und das ist hier das nächste Heft. Tja, ansonsten sind es ja ganz normale Mickey Mouse Hefte mit den Comics. Ja, hier das Spielzeug dazu. Ich mach's mal auf. Ja, sind hier drei Pfeile und eins am Bogen. Wo man dann ja, auf eine Wand schießen kann. Steckt das hier so durch, hält das hier so fest und entspannt man halt eben. Mal gucken, ist denn da auch noch eine Zielscheibe für da? Tja, so wie es ausschaut, ist keine Zielscheibe da für da. Nee, muss man sich also irgendwie eine dann bauen, wo diese Gumminutzen dann festhalten. So, das war das erste Heft mit dem ersten Spielzeug. Machen wir jetzt das zweite Heft auf und schauen uns das mal an. Ja, das ist wieder ein altes Heft vom 8.5.15. Ja, wie die Hefte aussehen, ich weiß es ja nicht. Ihr wisst es ja sicherlich. Hier hinten ist immer die Vorschau für das, was es das nächste Mal gibt. Ja, wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Weil mit fünf brandneuen Star Wars Rebels Trending Cards von Toppets. Das wäre was für mich gewesen. Aber naja gut, das kann man ja bei diesen Wundertüten vorher nie so genau sagen. Da kann man ja nicht reingucken. So.
Hier ist das nächste. Ja, extra. Das ist halt ja, ganz einfach. Ja, schwupp. So ein ja, Flugobjekt, was man dann unten hochschießt, was dann durch die Gegend fliegt. Okay, das war jetzt dieses Wundertütenheft. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich davon öfters mal solche machen soll oder ob das nichts ist. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.